freue mich sehr, gemeinsam mit euch im Februar, März und April Grenze zu binden. Hier bei mir im Atelier. So machen wir den Workshop. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr meldet euch zahlreich an. Ich habe Platz hier an der langen Tafel für euch. Ich zeige euch jetzt mal noch kurz, was wir momentan an Frischmaterial da haben. Das ist nämlich so einiges. Also, kommt mit. So, herzlich willkommen im Frische-Paradies. Also, zuallererst natürlich Buchs. Der gehört jetzt zum Frühjahr dazu. Haben wir ganz viel da. Dann haben wir da tolle Steineiche. Wir haben da Pistaziengrün. Und das sind einfach Greeneries, die trocknen euch toll ein. Also Pistazie, Steineiche, Buchs, aber natürlich auch die Heidelbeere im Moment. Die dürfen wir nicht vergessen. Und die könnt ihr super alle zum Kranzbinden verwenden, so als Grundlage, als Greenery-Material. Schaut mal, da ist noch die Heidelbeere. Wie gesagt, ihr wisst ja, alles, was ich verkaufe, trocknet toll ein. Was anderes nehme ich gar nicht ins Sortiment. Und drum, das ist tolles Basismaterial für eure Kränze. Dann haben wir hier Birkenreisig. Und dann haben wir hier noch die rosa Weidekätzchen. Schaut mal, sind die nicht mega? Och, ich liebe die wirklich sehr. Machen sich auch ganz toll in Kränzen oder Sträußen. Dann ganz neu, jetzt im Mrs. Greenery Sortiment, die tolle Wachsblume Mrs. Camelotium. Schaut sie euch an. Die ist wirklich ein wahr gewordener Traum. Ich habe damit schon ein paar Kränzchen gebunden, ein paar Sträuße gemacht und die sieht einfach immer mega aus. Wirklich mega. Trocknet recht gut ein, wird ein bisschen bräunlich, aber ich finde, es ist okay. Und wenn ihr sie trocken aufhängt, nicht trocken, etwas schattig wollte ich sagen, genau nicht mit Vollsonne, dann hält sie echt auch lange frisch. Also mit Aufhängen ist gemeint, wenn ihr sie zum Kranzbinden verwendet. Dann haben wir da tolle Olive, ganz frisch. Und ich würde sagen, ihr kommt mal kurz mit rüber. Kommt mit, bevor ich jetzt hier alles hier so raustrage und umeinander stelle. So, guckt mal. Wir haben jetzt nämlich hier noch die Mega-Disteln in Grün und in Blau. Die sind momentan echt, ich weiß nicht, Jumbos nenne ich sie. Schaut ihr euch mal an. Toll, oder? Dann haben wir den rosa Strandflieder. Dann Schleierkraut in Weiß, Rosa, Lila. Strandflieder Scarlet ist auch wieder vorrätig. Und hier auf der Seite noch die normalen Weidekätzchen. Eukalyptus Populus mit Früchten, Baby Blue, Korkenzieher. Und da hinten haben wir noch ein bisschen Kirsche mit Blütenansatz. Ja, mega Auswahl, oder? Und zum Kranzbinden echt ein Traum. Also ich muss sagen, das ist einfach mein persönliches Greenery-Paradies. Hier haben wir jetzt grüne Freude pur, aber klar, jetzt zum Frühling, aber dann auch zum Sommer. Man braucht natürlich ein bisschen Farbe im Arrangement, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen angefangen und ach, ich finde den Materialmix echt toll. Ihr wisst ja, Greenery-Material passt immer gut zusammen. Alles, was ich im Shop habe, könnt ihr wunderbar kombinieren. Und ich glaube, diese Kreation hier heute zeigt es euch nochmal, dass es wirklich so ist. Ich habe jetzt auch viele unterschiedliche Grüntöne mit reingebunden. Und ich finde, die vertragen sich einfach auch alle richtig, richtig gut.
machen wir mal ein bisschen von den Wachsblümchen mit dazu. Oh, ich freue mich gerade richtig, dass wir jetzt hier gemeinsam ein bisschen Kränzchen binden, noch zum Ende vom Video. Kranzbinden ist einfach entspannend. Und wenn es euch vielleicht so geht, dass ihr sagt, ja, vielleicht schon ein bisschen langweilig, also ihr bindet gerne Kränze, aber ja, wir wissen ja, man braucht Zeit dafür. Man muss sich wirklich Zeit nehmen und man braucht auch Zeit. Dann hört doch nebenher ein schönes Hörbuch oder ein Podcast. Das ist so mein Tipp. Das mache ich nämlich auch immer, wenn ich jetzt nicht gerade für euch mit dem Video mitfilme. Dann höre ich zum Beispiel auch mal super gerne einen Podcast beim Kranzbinden. Schaut mal, so weit bin ich jetzt gekommen. Und das ist so ein bisschen der Prototyp für einen Frühlingskranz, den wir dann im Workshop im Februar binden. Das ist nur eine Idee. Man kann den auch ganz anders variieren. Man kann noch tolle Farben mit reinbringen. Rosa, Violett. Man könnte noch ein paar Disteln machen. Aber ich wollte jetzt einfach einen Greenery-Kranz mit ein bisschen von den weißen Wachsblümchen und dann mit einer kunterbunten Mischung. Klar, Euphorbia ist auch dabei. Und ich bin super happy mit dem Ergebnis. So kann es werden. So machen wir den Workshop. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr meldet euch zahlreich an. Ich habe Platz hier an der langen Tafel für euch. Jetzt sage ich wieder danke, dass ihr heute das Video bis zum Schluss geguckt habt. Freut mich immer sehr. 1000 Küsse an euch. Das ist mein Arbeitsoutfit. Ja, ich habe zwar unten mein schönes Kleidchen an, aber hier in der Halle ist dann doch recht kalt und da gucke ich dann, dass ich einfach warm und praktisch angezogen bin. Aber ihr seht ja mal wieder, Greenery-Details gibt es bei mir natürlich immer. Den Kranz werde ich auf jeden Fall noch fertig binden. Ich wollte jetzt aber mal so einen halbgebundenen Kranz fürs Fotoshooting haben, weil ich die Workshops jetzt dann online stelle. Und da habe ich mir gedacht, da macht sich das doch ganz gut. Und auch ich finde den herrlich. Ich bin jetzt schon verliebt in das Kränzchen und ich freue mich sehr, gemeinsam mit euch im Februar, März und April Kränze zu binden. Hier bei mir im Atelier, aber auch auf der Kreativmesse Stuttgart. Also wir sehen uns, ihr Lieben. Tschüssi. Bleibt kreativ, seid kreativ. Bis zum nächsten Video.